Super, vielen Dank für die Einführung und willkommen zu unserem Vortrag Transformative Bildung. Wir beschäftigen uns heute mit studentischer Partizipation an Studien- und Forschungs- und Lehrprojekten im Bereich Nachhaltigkeit hier an der HTW Berlin. Und damit Sie ungefähr wissen, was Sie in der nächsten halben Stunde erwartet, haben wir einen kleinen Fahrplan mitgebracht. Und zwar werden wir die Praxisbeispiele, die wir gleich vorstellen werden, hier erstmal an der HTW Berlin verorten, und dafür werde ich in aller Kürze erstmal die Hochschule selbst vorstellen, bevor wir dann klären, wie die Hochschule versucht, das Thema Nachhaltigkeit in der Lehre zu stärken und zu verankern. Und dazu schauen wir uns dann auch an, welche Aktivitäten in Curriculum und Praxis es dazu bereits hier an der Hochschule gibt. Und dann fahren wir auch direkt fort mit unseren Praxisbeispielen, die wir mitgebracht haben. Das wäre zum einen das Zertifikat Nachhaltigkeit, das es seit 2022 hier bei uns an der Hochschule gibt, sowie das studentische Lehrprojekt Transformit. Und dann wird Frau Regina Zeitner übernehmen und die Studien- und Forschungsprojekte SpreeX und CoCampus vorstellen. Genau, die HTW Berlin ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und hier in Berlin die größte ihrer Art mit ca. 14.000 Studierenden, 800 Lehrbeauftragten, knapp 300 ProfessorInnen und insgesamt 75 Studienprogrammen, die sich an fünf Fachbereichen oder auf fünf Fachbereiche verteilen. Und die Hochschule befindet sich an zwei Standorten. Wir sitzen heute am Campus Wilhelminenhof in Oberschöneweide, direkt an der wunderschönen Spree gelegen. Ich sitze normalerweise am Campus Treskoallee in Karlshorst. Da befindet sich die Verwaltung und der Fachbereich 3, die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, die HTW Berlin, der Name verrät es schon, hat zwei große fachliche Schwerpunkte. Das ist zum einen die Technik. Da finden Sie im Fachbereich 1 und 2 die ingenieurswissenschaftlichen Studiengänge angesiedelt und im Fachbereich 3, das wäre der zweite große Schwerpunkt, die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Im Fachbereich 4 finden sich die InformatikerInnen und Fachbereich 5, Gestaltung und Kultur, da sind die Fachrichtungen Design und Kultur angesiedelt. Und wie wahrscheinlich an den meisten Universitäten und Hochschulen auch, gibt es hier einen fachübergreifenden Wahlpflichtbereich. Das sind die AWE-Module oder die sogenannten allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsmodule, die es den Studierenden ermöglichen, über ihren eigenen fachlichen Tellerrand hinauszublicken und Lehrveranstaltungen aus anderen Studiengängen und auch fachbereichsübergreifend zu besuchen. Und genau diese AWEs machen wir uns dann beispielsweise in dem studentischen Lehrprojekt Transformit zunutze, was ich Ihnen gleich noch näher vorstellen werde. Genau, wie lässt sich Nachhaltigkeit in der Lehre stärken? Das Thema Nachhaltigkeit wird an der HTW Berlin als Querschnittsthema aufgefasst und es soll thematisch und inhaltlich in allen Fachbereichen und in allen Studiengängen verankert werden. Das ist derzeit noch nicht der Fall, aber es wird daran gearbeitet, dass das weiter ausgebaut wird. Und ich beispielsweise arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Curriculum Innovation Hub und bin da zuständig für das Teilprojekt Nachhaltigkeit in der Lehre. Deshalb wird es in den nächsten Monaten, die ich hier bin, auch meine Aufgabe sein, neue Formate und Angebote mit Nachhaltigkeitsbezug für Studierende, aber auch für Lehrende zu schaffen, die vorhaben, das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Lehre zu verankern oder auch ihre Lehrveranstaltung nachhaltig zu gestalten. Genau. Und für diese Arbeit ist es natürlich wichtig, auch zu wissen, wer macht schon was zum Thema Nachhaltigkeit, welches bereits, Stichwort Vernetzung von Studieninhalten, Personen und hochschulinternen Initiativen, aber auch hochschulexternen Initiativen, mit denen bereits zusammengearbeitet wird oder mit denen sich eine Kooperation anbieten würde. Und diese Vernetzung dann beispielsweise auf Veranstaltungen, wie sie gestern bei uns am Campus Wilhelminenhof stattgefunden hat, der Nachhaltigkeitskonferenz zu fördern und da eben auch den studiengangsübergreifenden und fachbereichsübergreifenden Austausch zwischen den
wichtigen AkteurInnen oder auch Personen, die sich künftig zum Thema Nachhaltigkeit engagieren und damit beschäftigen wollen, zu fördern. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, der heute bei unserem Vortrag im Fokus steht. Bei all diesen Bestrebungen muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Studierenden mit einbezogen werden, weil es letztendlich natürlich auch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften darum geht, den Sprung von der Theorie in die Praxis, sprich auch ins Handeln zu kommen und die Studierenden dann natürlich auch dazu befähigen, Projekte in die Tat umzusetzen, um selber dann zu AkteurInnen des Wandels zu werden. Also die Partizipation von Studierenden muss und soll gefördert werden. Genau, und was machen wir jetzt bereits? Welche Projekte und Aktivitäten gibt es bereits hier bei uns an der Hochschule? Es finden sich bereits 200 Module mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt hier an der HTW Berlin und 200 Nachhaltigkeitsbezug. Und gestern auf der Nachhaltigkeitskonferenz hat unser Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationales genau diese Zahlen auch genannt, aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass angesichts von 75 Studienprogrammen, die es hier an der Hochschule geht, das schon ein guter Anfang ist, aber durchaus ausbaufähig und auch ausgebaut werden muss. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass, wie gesagt, Vernetzung stattfindet, dass nicht alle Personen, die vielleicht dann auch etwas zum Thema machen möchten, direkt bei Null anfangen müssen. Und dafür gibt es dann zum Beispiel auch die Interessengemeinschaft Nachhaltigkeit, die sich regelmäßig trifft, lange online aufgrund von Corona, hoffentlich bald auch wieder in Präsenz. Und daran teilnehmen Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen, aber auch ProfessorInnen, die sich gegenseitig updaten über aktuelle Projekte, Forschungsvorhaben, die sie haben, wo es auch darum geht, sozusagen ein Forum zu schaffen, wo sich Personen austauschen können und gucken können, wo bestehen eventuell Anknüpfungspunkte, Kooperationsmöglichkeiten. Genau. Und als drittes Beispiel das Zertifikat Nachhaltigkeit, was wir uns jetzt gleich auch nochmal genauer angucken werden. Das gibt es seit 2022 hier an der Hochschule und das wurde eingeführt, um Studierende, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und bereits engagieren, dieses Engagement, was zusätzlich zu den normalen Curricula stattfindet, eben anzuerkennen und dann in Form dieses Zertifikats auch nochmal gesondert auszuzeichnen. Genau, und das würde ich Ihnen jetzt gerne auch nochmal kurz näher bringen. Und zwar ist das Zertifikat folgendermaßen aufgebaut. Wir haben eine verpflichtende Einführungsveranstaltung, die Komponente 1 oder auch kurz Intro genannt. Die gestrige Nachhaltigkeitskonferenz beispielsweise ist eine solche Einführungsveranstaltung. Wenn die Studierenden gestern teilgenommen haben, dann haben sie sozusagen den Einstieg in das Zertifikatsprogramm geschafft und können sich dann aus den drei weiteren Komponenten, das sind Komponente 2, 3 und 4, zwei aussuchen, die sie ebenfalls absolvieren. Und wenn sie da die entsprechenden Nachweise einreichen, dann erhalten sie von uns das Nachhaltigkeitszertifikat. Genau. Die Nachhaltigkeitskonferenz findet natürlich jetzt nicht, die findet einmal im Jahr statt. Das ist ein recht langer Zeitraum. Deshalb finden zusätzlich zur Nachhaltigkeitskonferenz regelmäßig auch andere Intro-Veranstaltungen statt. Das waren in der Vergangenheit beispielsweise Projekttage zum Thema nachhaltige Fahrzeugtechnik oder ein Online-Workshop zum Thema Wasser und Tourismus. Das war eine Veranstaltung in Kooperation mit der CETES-Universität in Mexiko. Und wir sind da im stetigen Austausch auch mit Aktivitäten, auch über die Interessengemeinschaft Nachhaltigkeit und auf der Suche nach spannenden Veranstaltungen, die wir als Intro für unsere Studierenden dann anbieten können. Genau, eine Möglichkeit, ich hatte ja eben schon angesprochen, dass wir circa 200 Module mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt bei uns in der Hochschule haben und circa 260 Module mit Nachhaltigkeitsbezug. Die haben wir auch alle mal gesammelt, auch wenn diese Liste, wie ich gestern dann im Austausch auf der Nachhaltigkeitskonferenz erfahren habe, aktualisiert werden muss. Da ist
etwas dazugekommen, einige Sachen sind rausgefallen, aber es gibt für unsere Studierenden sozusagen auf unserer Website eine Übersicht, die sie sich anschauen können und da können sie sich dann entsprechende Lehrveranstaltungen raussuchen und wenn sie da einige von besucht haben, dann können sie sozusagen die Komponente 2 absolvieren und uns nachweisen, dass sie in ihrer Lehrveranstaltungsauswahl einen Schwerpunkt auf Module mit Nachhaltigkeitsbezug gelegt haben. Die Komponente 4, das ist die Komponente, in der es Studierende ihr Engagement in der Zivilgesellschaft nachweisen können. Da arbeiten wir beispielsweise mit dem Verein Sternfischer zusammen. Das ist eine Freiwilligenorganisation in Berlin-Treptow-Köpenick und die finden sich auch häufig oder nehmen meistens an unseren Intro-Veranstaltungen teil und vermitteln ehrenamtliches Engagement an Studierende. Also wenn Studierende Lust haben oder vorhaben, sich zu engagieren, und das sind häufig auch internationale Studierende, die sozusagen über dieses ehrenamtliche Engagement nochmal einen anderen Zugang sozusagen hier oder eine erweiterte Auslandserfahrung machen wollen, darüber neue Kontakte knüpfen möchten, auch außerhalb der Hochschule, sozusagen ihr Netzwerk über den Hochschul, über den Studienkontext hinaus erweitern wollen. Und das ist eine super Initiative und super Möglichkeit. Und dieses zusätzliche Engagement, was die Studierenden dann aufweisen, das wird dann eben auch im Rahmen dieses Zertifikats in Komponente 4 angerechnet. Und dann gibt es noch die Komponente 3. Das ist das Engagement an der Hochschule selbst, hier bei uns an der HTW Berlin. Und da gibt es natürlich verschiedene Initiativen und Vereine, wie beispielsweise den Verein Einleuchtend e.V., das Haus der Transformation, das verschiedene Projekte versucht, möglich zu machen und das vom Engagement der Studierenden lebt. Und eben auch das studentische Lehrprojekt Transformit. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne auch einmal genauer vorstellen. Genau, Transformit, das ist eine studentisch organisierte Lehre hier an der HTW Berlin. Und das Projekt wurde erstmalig im Wintersemester 2020-21 veranstaltet. Und bei Transformit werden Projekte gefördert, die sich mit dem Thema der Nachhaltigkeitstransformation beschäftigen. Und dabei werden nicht nur interessante Ideen in die Tat umgesetzt, sondern auch sehr innovative Lehr- und Lernkonzepte entwickelt. Und die eben angesprochenen AWEs, diese allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsmodule, das sind dann eben die Veranstaltungen, wo wir diese Transformit-Lehrprojekte dann realisieren. Das ist manchmal etwas schwierig, weil in den Fachbereichen häufig die Kontingente schon ausgeschöpft sind, aber wir sind jetzt inzwischen so weit, dass wir im Fachbereich 1 und im Fachbereich 5 regelmäßig einen AWE blocken können für genau diese Transformit-Projekte, sodass wir jedes Semester auf jeden Fall 2 davon künftig realisieren können, was sehr Okay, es scheint hier ein kurzes technisches Problem zu geben. Sind wir wieder zu hören? Jetzt funktioniert es wieder alles. Okay, ist auch die Präsentation zu sehen? Genau. Jetzt läuft es wieder. Okay, das tut uns natürlich leid.
Vielleicht können Sie uns noch einmal kurz sagen, ab wann wir denn abgebrochen sind, wo ich wieder einsteigen soll. Also ist die aktuelle Folie die, wo wir sozusagen verschwunden sind, oder soll ich ein bisschen früher ansetzen? Nee, genau, das war bei der Folie. Also okay. Das waren, glaube ich, wirklich nur die letzten 10 Sätze oder sowas, also jetzt gar nicht. Okay, genau. Also Transformit, wie gesagt, dabei handelt es sich um ein Projekt, das studentisch organisierte Lehre hier bei uns an der Hochschule fördert. Es wurde erstmalig im Wintersemester 2020/21 realisiert. Die Projekte, die gefördert werden, beschäftigen sich mit einem Thema der Nachhaltigkeitstransformation. Und das Schöne an dem Projekt ist, dass nicht nur studentische Ideen in die Tat umgesetzt werden, sondern dass dabei eben auch innovative Lehr- und Lehrkonzepte entstehen. Mit einem Projekt für Transformit bei uns bewerben. Das ist die IG Nachhaltig, also die Interessengemeinschaft Nachhaltigkeit, die ich eben schon vorgestellt habe, erhalten, wenn sie angenommen werden mit ihrem Projekt, dann ein AWE, also ein allgemeinwissenschaftliches Ergänzungsmodul. Und das Ganze ist dann natürlich auch nicht auf freiwilliger Basis, sondern oder unentgeltlich, sondern die Studierenden erhalten einen richtigen Lehrauftrag dann für ihre Tätigkeit. Und um sie dann darüber hinaus auch auf diese Lehrtätigkeit auch vorzubereiten, die bringen natürlich ihre Erfahrungen mit Lehre mit. Frau Ruhl, können Sie aber uns irgendwie hören? Es hängt leider schon wieder. Ich würde einfach noch mal gucken, sobald das Signal wieder stimmt. Vielleicht ist es auch einfach besser mit der Kamera aus oder so. Dass wir die Kamera ausmachen? Ja, vielleicht, dann ist es ein bisschen stabiler vielleicht. Ja, das tut uns leid. Es hat eben so gut geklappt und jetzt auf einmal bricht es ab. Aber jetzt hören wir Sie wieder. Genau, und im Chat wurde auch netterweise gepostet, wo der letzte Satz war. Okay. Genau, wir sind stehen geblieben bei den Lehraufträgen und genau, um die Studierenden auch weiter auf diese Lehraufgabe vorzubereiten, arbeiten wir mit dem Lehrenden Service Center zusammen, die extra für die Transformit-Studierenden einen Crashkurs Lehre anbieten, um den Studierenden dann vorab auch nochmal das nötige didaktische und methodische Handwerkszeug an die Hand zu geben. Und um das Ganze auch noch mal ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich so einige Best-Practice-Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel im Sommersemester 2021 fand das AWE Gemeinwohl-Öko-Was statt, das organisiert wurde von Jana Strüwe und Caroline Pflege, die im Master Wirtschaftskommunikation studiert haben und die das Konzept der Gemeinwohlökonomie sich einmal genauer angeschaut haben und versucht haben, mit den TeilnehmerInnen zu erarbeiten, wie eine nachhaltige Transformation des Gesellschafts- und Wirtschaftssystems aussehen könnte. Und zu diesen Sitzungen haben sie sich dann auch verschiedene Expertinnen aus der Wirtschaft eingeladen und ihre Sitzungen dann eben diesem Input verbunden mit Diskussionen und Gruppenarbeiten. Und am Ende standen dann die Prüfungsleistungen in diesem AWE war dann die gemeinsame Erarbeitung von Maßnahmenpaketen für eine bessere Gemeinwohlbilanz von ausgewählten lokalen Unternehmen. Und das Schöne an dieser Veranstaltung war, dass die Nachfrage tatsächlich so groß war von studentischer Seite, dass die beiden das AWE im darauffolgenden Semester noch einmal anbieten konnten oder anbieten sollten sogar. Es wurde gefordert. Und im Sommersemester 2021 auch den Preis für gute Lehre erhalten haben für dieses AWE. Genau. Als letztes stelle ich dann noch das Projekt Oberschöne Wende vor, ein Wortspiel auf unseren Campus gelegen in Oberschöne Weide. Da haben Studierende, wie Sie hier auf dem rechten Foto sehen können, am Haus der Transformation
eine Installation angebracht und Gemüsepflanzen bepflanzt. Und das AWE wurde geleitet von Simon Herdegen, Charlie Nisch und Antonio Schmusch aus dem Master Systemdesign. Und es handelte sich um ein partizipatorisches Reallabor zur Fassadenbegrünung. Und die drei haben tatsächlich 5 sehr praxisnahe Workshops geplant, sich dafür auch Impulsvorträge von Expertinnen dazugeholt, um den Plan, den sie hatten, dann eben entsprechenden Know-how zu unterfüttern. Genau, und das würde ich jetzt einfach überspringen und erstmal das Wort an Regina. Ja, vielen Dank, Caroline. Jetzt mal die Perspektive einer Professorin zu den Projekten. Und ich möchte Ihnen gerne hier 2 Beispiele vorstellen. Das eine ist SpreeX. Das war ein Forschungsprojekt über 3 Semester mit mehreren Kolleginnen und Kollegen. Und es ging darum, letztendlich Energie- und Flächennutzung nachhaltig zu gestalten, um das Wissen mit Schülerinnen auch zu erarbeiten, nicht nur Studierenden, sondern auch SchülerInnen und das dann letztendlich Bildungseinrichtungen in Berlin in Form von Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen. Sie sehen jetzt hier ein Foto von einem Studenten, der bei dem Thema Begrünung von Wänden dabei war. Wichtig war, dass wir das auf dem Campus realisieren konnten. Im Hintergrund sehen Sie das Gebäude F vom Campus Wilhelminenhof. Und wir haben auch Schülerinnen eingeladen. Wir hatten also Kooperationen mit mehreren Schulen, haben die eingeladen, haben Workshops gemacht. Das war wirklich für alle Beteiligten, insbesondere auch für die Studierenden, mal in der Rolle des Lehrenden zu sein, in der Rolle zu sein, was ist, wenn vielleicht die Aufmerksamkeit ein bisschen schwindet von den Schülerinnen, wie gehe ich damit um? War das ein sehr schönes Ergebnis. Im zweiten Semester haben wir dann bei SpreeX, sind wir direkt an eine Schule gegangen und haben dort mit den Schülerinnen erkundet, wo gibt es denn Potenzial für das Thema Klimaanpassung, für das Thema Photovoltaik etc., was sehr interessant war. Und wir haben für das Projekt SpreeX, für das Forschungsprojekt, auch einen Preis bekommen, und zwar den Deutschen Demografiepreis 2022 für den Bereich Nachhaltigkeit ernst genommen, was uns sehr gefreut hat. Ein anderes aktuelles Beispiel, hier haben wir noch Bilder dazu. Sie sehen rechts unseren Campus, wie er entsiegelt ist und begrünt ist. Ein Beispiel, wo uns der Kooperationspartner Therme Group auch sehr unterstützt hat. Und links sehen Sie die Vision einer begrünten Putzfassade. Das Gebäude ist die Mensa und die Bibliothek, also sprich Magen und Hirn der Hochschule. Und wir hoffen, dass wir das auch in den nächsten Jahren wirklich realisieren können. Das ist uns auch und den Studierenden sehr wichtig. Jetzt aber zu dem aktuellen Projekt, das nennt sich CoCampus. Auch das machen wir mit einem Praxispartner zusammen. Und zwar, jeder kennt das Problem von Ihnen, in den Ballungsräumen haben wir keine Flächen mehr, keine Wohnungen oder sie sind zu teuer. Außerhalb der Großstädte haben wir leerstehende Gebäude. Und die Idee ist, mit unserem Kooperationspartner Herzberg an der Elster, dass hier Immobilien zur Verfügung gestellt werden, günstig. Und wir praktisch erarbeiten sollen mit den Studierenden, was müssten wir machen, damit Studierende nach Herzberg ziehen, aber vielleicht weiterhin Berlin, Leipzig oder Dresden stehen. Weil es kann nicht sein, aus Nachhaltigkeitsaspekten, dass wir auf der einen Seite leerstehende Wohnungen haben und auf der anderen Seite in Berlin unglaubliche Preise zahlen müssen. Und die Studierenden erarbeiten hier eine Potenzial- und Nutzeranalyse, ein Betreiberkonzept. Und im Juli werden wir das vor Ort in Herzberg präsentieren, in der Hoffnung, vielleicht den einen oder anderen Studierenden auch dazu zu bewegen, nach Herzberg zu ziehen, weil da kostet eben der Quadratmeter Netto-Kaltmiete 4,50 €. Wer Interesse hat, soll sich melden.